Hi, ich bin Bianca von Babelli und im heutigen Video geht es um Geburten hier und anderswo. So gebären Frauen weltweit. Was das Kinderkriegen angeht, so haben wir hierzulande relativ genaue Vorstellungen, wie das auszusehen hat. Kinder bekommt man in einem Krankenhaus unter ärztlicher Anweisung und mit einer Hebamme. Danach gibt es das Wochenbett und später folgt dann die Elternzeit. Weltweit gebärt tatsächlich nur jede zweite Frau mit medizinischer Hilfe und auch sonst gibt es einige Unterschiede. Wir stellen dir heute 5 Länder vor, in denen das Thema Geburt ganz anders angegangen wird als hier in Deutschland. USA, die teuersten Geburten weltweit. Laut den New York Times belaufen sich die Kosten für eine normale Geburt aktuell in den USA auf umgerechnet ungefähr 27.000 Euro. Frauen, die ihr Baby per Kaiserschnitt zur Welt bringen, zahlen sogar noch ungefähr 18.000 Euro mehr. Sie tragen dann also Kosten von insgesamt 44.000 bis 45.000 Euro für die Geburt ihres Babys an das amerikanische Gesundheitssystem. Einen großen Teil davon müssen die Eltern selbst tragen, denn eine Pflichtkrankenversicherung wie hier in Deutschland gibt es in den USA nicht. Und selbst private Versicherungen schließen Geburtskosten häufig aus oder übernehmen diese wirklich nur teilweise. Wer sich in den USA eine teure private Krankenversicherung leisten kann, der zahlt dennoch um die 3.000 bis 4.000 Euro dazu, aber auch nur, wenn es wirklich eine komplikationsfreie Geburt ist. Statt süße Strampler und Babymöbel zu kaufen, sind die Eltern dort eher damit beschäftigt, um die aberwitzigen Krankenhausrechnungen zu feilschen. Denn nicht nur die fehlende Krankenversicherung ist dort ein Problem. Die Kosten für bestimmte Leistungen liegen einfach wirklich deutlich über dem internationalen Durchschnitt. Das war auch in den USA nicht immer so. Vor 20 bis 30 Jahren zahlten amerikanische Eltern höchstens kleine Beiträge, zum Beispiel wenn sie irgendwelche Extras haben wollten, wie einen Fernseher auf dem Zimmer oder ein Familienzimmer. Erst in den letzten Jahren sind die Preise so drastisch explodiert. Kommen wir direkt zum nächsten Land, und zwar die Niederlande. Hausgeburten und eine niedrige Kaiserschnittrate. Unsere holländischen Nachbarn gehen das Thema Geburt relativ gelassen an. Schwangere können sich dort aussuchen, ob sie ihr Baby zu Hause oder in einem Krankenhaus zur Welt bringen möchten. Gesunde Frauen, die eine komplikationslose Geburt erwarten, entscheiden sich meistens dazu, ihre Kinder mit einer Hebamme zu Hause zur Welt zu bringen. Praktisch dafür ist das sogenannte Krampaket, das werdende Mütter per Post zugesandt bekommen. Es enthält unter anderem medizinische Produkte für die Hausgeburt, wie zum Beispiel sterile Unterlagen, Verbände, Binden, Alkohol sowie Produkte für das Baby wie Waschlotionen oder auch ein Fieberthermometer. Mal zum Vergleich für euch. In Deutschland bringen nur ungefähr 2% aller Frauen ihre Kinder zu Hause zur Welt. Mit 13,5% haben die Niederlande außerdem eine im internationalen Vergleich wirklich sehr geringe Kaiserschnittquote. Diese liegt genau zwischen den 10% und 15%, die die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, für medizinisch sinnvoll erachtet. In Deutschland lag die Kaiserschnittrate 2018 bei ungefähr 30,5%. Kommen wir auch schon zum nächsten Land, Japan. Still und ohne Schmerzmittel. Japanische Frauen sind scheinbar sehr, sehr hart im Nehmen. Schmerzmittel sind dort nämlich unter der Geburt sehr, sehr unüblich. Da Japanerinnen eine möglichst natürliche Geburt bevorzugen, ist es tatsächlich schwierig, überhaupt eine Geburtsklinik zu finden, die eine Schmerztherapie für Gebärende anbietet. Übrigens ist auch das Schreien unter der Geburt in Japan sehr unüblich. Gynäkologische Untersuchungen finden in Japan übrigens hinter einer Art Vorhang statt. Der Oberkörper ist durch den Vorhang abgetrennt, sodass der Arzt und die Patientin sich nicht ins Gesicht schauen können. Das Gespräch findet dann später ohne Vorhang, aber wieder angezogen statt. Ein praktischer Begleiter japanischer schwangerer Frauen ist ein kleiner Anhänger mit einem Schwangerschaftssymbol, einem schlafenden Baby. In der Öffentlichkeit weist er andere darauf hin, dass die Trägerin eben schwanger ist und sie sich dementsprechend ihr gegenüber verhalten sollten. So bekommen Schwangere leichter einen Sitzplatz in der U-Bahn
oder einen besseren Platz in der Supermarktschlange, da Japanerinnen dazu angehalten werden, nicht mehr als 7 Kilo während ihrer Schwangerschaft zuzunehmen, ist solch ein Zeichen durchaus sinnvoll, denn auch in der Schwangerschaft bleiben sie eben relativ zierlich und das, obwohl sie nicht auf ihr geliebtes Sushi verzichten müssen, so wie es hierzulande üblich ist. Kommen wir zum nächsten Land, und zwar ist das China. Absolute Ruhe im Wochenbett. Während der Schwangerschaft tragen die meisten Chinesinnen eine Strahlenschutzschürze, um ihre Ungeborenen vor dem Elektrosmog zu schützen. Der Genuss von Kaffee, Tee und auch Schokolade ist in China während der Schwangerschaft absolut verpönt. Es herrscht die landläufige Meinung, dass diese Genussmittel die Hautfarbe des Babys verändern würden. Hausgeburten sind in China übrigens verboten. Das heißt, Schwangere entbinden grundsätzlich unter medizinischer Aufsicht in einem Krankenhaus. Das chinesische Pendant zum Wochenbett heißt übersetzt so viel wie einen Monat machen. Traditionell bleiben Chinesinnen nach der Geburt sprichwörtlich einen Monat lang im Bett und schonen sich. Frisch gebackene Mütter verlassen nicht das Haus, sondern lassen sich zu Hause von Familie oder Freunden betreuen und bekochen. Der Monat nach der Geburt ist voll und ganz für die Genesung der Mutter und natürlich auch das Erlernen der Babypflege reserviert, denn Erfahrungen auf diesem Gebiet haben aufgrund der Ein-Kind-Politik sehr wenige. Die Demokratische Republik Kongo, eines der schlimmsten Länder für Mütter und Kinder. Im State of the World's Mothers Report analysiert die Organisation Save the Children die Bedingungen, unter der Mütter in verschiedenen Ländern ihre Kinder zur Welt bringen. Laut dem Report gehört die Demokratische Republik Kongo zu den 10 gefährlichsten Ländern für werdende Mütter und dann eben auch für die Kinder. 8 weitere Länder der Liste liegen ebenfalls südlich der Sahara. Eine von 30 Müttern stirbt in diesen Ländern unter den Folgen der Mutterschaft und eines von 8 Kindern erlebt seinen 5. Geburtstag nicht. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Ich kriege da fast Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, denn nicht nur die unzureichende medizinische Versorgung stellt ein Risiko für die werdenden Mütter dar. Die fehlende Infrastruktur in manchen Ländern, wie eben der Demokratischen Republik Kongo, macht es für viele unmöglich, im kritischen Zustand rechtzeitig ein geeignetes Krankenhaus überhaupt zu erreichen. In diesem Bericht, den ich gerade angesprochen habe, erzählt eine Mitarbeiterin der Organisation Ärzte ohne Grenzen, wie sie eine junge Mutter auf dem Weg ins Krankenhaus begleitet und diese dort erst bewusstlos wird und dann ihr Leben verliert. Ihr Baby konnte allerdings gerettet werden. Deutschland liegt übrigens im State of the World's Mothers Report an 8. Stelle unter den sichersten Ländern weltweit. In den Top 10 der sichersten Länder liegt die Muttersterblichkeit bei 1 zu 12.160 und im Kongo, wie gesagt, überlebt eine von 30 Müttern die Schwangerschaft nicht. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen und mal sacken lassen. Angeführt wird die Liste der sichersten Länder übrigens von Norwegen. So, das war es auch schon für heute von meiner Seite. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und hilfreich und informativ für euch war. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert und mir einen Daumen nach oben für dieses Video dalasst. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Bianca von Babelli.